Hallo, 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 hallo. Shoki Banoki Daily. Deine Tagesdosis Angeberwissen. Das war dein Part. Ja, genau. Er ist der Daniel und ich bin der Sascha. Und wir sprechen heute über den 16. September. Und am 16. September haben wir auch ein berühmtes Geburtstagskind. Ja, ein zauberhaftes sogar. Es ist David Copperfield. Der gute Mann heißt David Seskotkin Copperfield. So, Jemini. Ja. Ja, naja. Wofür ist David Copperfield bekannt? Zunächst mal, also meine Erinnerung, dass er mit Claudia Schiffer was hatte. Oh, unglaublich. Ja, und dann ja, aber so hässlich ist er ja nicht. Nee, er ist schon, ja. Ziemlich aufgesetzt und diese Tolle hat er gehabt und sowas. Aber so total scheiße sah er auch. Er hat auch den Vertrag mit drei Wettertaft gehabt, den musste er einhalten. Und ja. Wie die Frisur aussah, nachdem er durch die chinesische Mauer durchgewandert ist, ist allerdings nicht übermittelt worden. Aber der ist ja durch, ne, angeblich. Angeblich durch, stellen mir sehr strubbelig im Anschluss vor, weil er... Was hat er denn noch so für Zaubertricks gemacht? Der ist doch immer so geflogen und so ein Kram. Ja, in Las Vegas ist er so reingeschwebt und was weiß ich. Nicht alles, dass er weiße Tiger hatte. Nee, das waren, glaube ich, andere. Nee, das waren die anderen zwei. Ja, ja. Aber ja, so hat es in dem Schema... Ja. Aber am 16. September 1964, da wurde die Stiftung Warentest durch einen Beschluss des Kabinetts von Adenauer als Institut zur Durchführung vergleichender Waren- und Dienstleistungsuntersuchungen gegründet. Jetzt guckst du blöd, ne? Cool. Ja, also, das war 1964 am 16. September. 16. Genau. September, endlich mal was für die Verbraucher. Ja. Verbraucherschutz ist ja eigentlich in der Servicewüste Deutschland nicht so groß geschrieben, deswegen, ich finde es gut. Ja, Stiftung Warentest gibt es aber schon echt lange, ne? Also ich dachte irgendwie so, oh, gut, okay. Aber seit 64. Ja. Ja. Aber du hast noch einen Fakt? Ich habe einen Fakt des Tages! ja, Fakt des Tages. Da war Spaß, ne? Da war Spaß dran. Ja. In der Antike, du wirst lachen, sind Gymnasien ein Ort zum Nacktturnen gewesen. Unglaublich. Also das heißt, die sind da hingegangen, haben geturnt, aber nackt. Haben sich nackig ausgezogen und haben alles baumeln lassen und sind durch die Gegend gehüpft und haben ein Rad geschlagen. Und stell mir das schwierig vor, wenn jetzt eine Frau Spagat macht, ja. Aber ich will es gar nicht weiter. Wieso schwierig? Ja, schwierig. Schwierig ist auszuhalten. Nee, aber man könnte sich ja festsaugen, wenn man das so sagt. Ja, festsaugen, ja, genau. Aber wie ist es denn, wenn ein Mann Spagat macht? Ja, also dann rollt er halt so daher, ne? Ich will gar nicht drüber nachdenken, allein der Gedanke tut schon weh, aber... Nee, also ich habe noch nie irgendwie ansatzweise irgendwie in die Nähe eines Spagats kam ich mal, das geht gar nicht. Aber ich kann es nicht so nachvollziehen, wie manche Männer machen ja richtig so, die machen dann irgendwie so ein... Die machen ja so ein Salto und dann kommen und sie... Und landen im Spagat. Alter, das kann doch nicht sein! Ja, das ist wie Terence Hill, der ist aus dem dritten Stock gesprungen und auf sein Pferd im Sattel gelandet, ohne Spiegeleier zu haben. Ohne überhaupt irgendwas zu haben, ja. Katastrophe. Also kann ich mir so nicht nachvollziehen. Es ist aber Fakt des Tages, in der Antike waren Gymnasien Plätze zum Nackturnen. Ja, das war der 16. September. Wir sehen uns morgen wieder am 17. September. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie. Ich auch.